Man hat es aber trotzdem gemerkt, dass ich einen Schnitt gemacht habe. Ich weiß es aber nicht, ob man das, wie gesagt, jetzt in der Aufnahme gehört hat, weil ich jetzt das Headset ja hier an mein Handy, beziehungsweise an mein rechtes Ohr jetzt so gesagt angeschlossen habe. Und ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das irgendwie in der Aufnahme direkt gehört hat oder nicht. Aber ey, da ist mir das jetzt scheißegal. Wir machen Randale, ja. Weil die es nicht ernst verdient haben. So, wollte ich mal gesagt haben, ja. Diese Schweine. Die könnten sich ja auf unsere Seite begeben, aber wollen sie ja nicht. Hi. Was aktivieren? Ich muss das aktivieren? Warum? Was habe ich gemacht? Okay. Wird wahrscheinlich die nächste Etage unten sein. Geht's denn noch irgendwo weiter runter? Sieht nicht so aus, oder? Nö. Dann können wir hier noch runterspringen, oder? Das geht nicht. Jetzt ja. Ah. Geil. So nice. Raketenwerfer bitte. Danke. Hast du mich gerade hier von hinten angeschossen, sag mal? Ich komm dir da gleich rüber, du. So. Aber wir müssen da drüben noch mal hin. Weil da fehlt nämlich noch was. Aber das ist ja kein Problem, ja. So, warte mal, den können wir doch bestimmt auch noch umfunktionieren. Dass der jetzt auf unserer Seite ist, leuchtet dann nämlich blau. Ho, ho, ho. Ja. Mahlzeit. Geil. Hat er voll konkrete Boom gemacht, wa? So, hier unten ist es aber nichts weiter. Ich glaube, hier in den Durchgang müssen wir noch, ne? Was ist denn da jetzt schon wieder? Hä? Ach, hier drüben die Anlage ist auch noch da. Na, Dolikowski. Aber wer hat mich da gerade getroffen? Welcher Arsch war das? Alter. Wie stirn, du Penner! Klar, die können mich dadurch treffen, aber ich die nicht. Aber selbstverständlich. Ach, ja, gut. Ja, jetzt kommt er auch nicht hier von vorne, von der Seite, natürlich. Aber selbstverständlich. Gönnt euch mal Leben, ey. So. Nur ein bisschen. Randale!
Ja, die bleiben da natürlich jetzt genau vorne stehen, die blöden Pisser. Ha! Mag ich überhaupt nicht. Wir werden trotzdem mal hier oben hingehen. Weil ich habe so die Vermutung, dass wir hier ein bisschen besseren Schutz haben. Ja, toll. Ich muss ja auch so ein bisschen auf meine Energie achten, ne? Aber egal. So, nochmal ein bisschen Munition mitgenommen. Perfekt, perfekt. So, das war dieses Ding. Ich will mal ganz kurz hier auf der Karte gucken, was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch so direkt? Ein Zellenblock, zwei Treibstofftanks, eine Satellitenschüssel, eine Schaltanlage und sechs Transformatoren. Okay, also in dem Bereich sind noch einige Transformatoren, die wir noch zerstören müssen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier auf dieses Gebiet rüber begeben. Und ja, komm, das machen wir erstmal. Mal schnell nachladen. Meine Güte. Die hauen ja aber ganz schön rein, ne? Gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber hey, ich werde ja nicht gefragt. Also was soll's. Ach guck mal, da unten ist ein Transformator zum Beispiel. Hey. Du bist auch so ein selten dämliches Arschloch. Einfach weiter nach oben laufen, ne? Dass ich ja nicht getroffen werde. So. Volltreffer. Oh yeah. Er scheint gestorben zu sein. Es tut mir leid, aber nicht so. Jetzt habt das auch mal mit mir, ne? Bin ganz traurig. Hi. Leute, ihr habt angefangen. Ich war ganz liebe Pütze. Hier schon wieder. Oh, Leute. Oh, die Fans gehen auch schon wieder nach unten. Perfekt. Mag ich sehr. Ich sterben. Danke. Danke. Sehr freundlich. So, das Ding nehmen wir auch weg. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Warum haben die es auf mich abgesehen? Ja. I'm very sad. Oh. Bam.
So, das war der letzte Generator. Okay, also zwei Transformatoren haben wir jetzt hier vorne noch. Kann ich die eventuell mal markieren? Eventuell. Sieht gut aus. Ah ja. Boom, Baby. Na, 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 na. Alter, ihr blöden Wichser! Oh, wartet mal ab. Oh, wartet mal ab. Jetzt, also jetzt ist aber, ne? Jetzt ist Polen offen. Das sage ich euch aber. Aber oh. Ich dachte jetzt gerade schon, ich müsste jetzt wieder alles von vorne machen. Aber Gott sei Dank ist das jetzt soweit gespeichert, dass ich das, was ich abgeräumt habe, dass es auch weg ist. Sehr gut. Alles da. Dann, los. So. Das machen wir jetzt hier mal auf die ganz schnelle Art und Weise. Schnauze. Sehr schön. Ach, da vorne ist auch noch ein Transformator. Oder zwei sogar. Na gut. Trotz dessen versuchen wir es jetzt noch mal hier hinten. Ja. Mensch, du sollst dich da oben festhalten, du Spacken. Irgendwie hat das heute, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht liegt es auch eher an mir. Ich weiß es nicht. Sag mal, Leute, gibt's noch? Aber sonst gibt's auch noch ganz lang, ne? Schön, dass es euch sonst noch so gut geht. Der Transformator. Und irgendwo muss jetzt hier noch einer sein. Da ist er. Stromausfall. So, sehr schön. Hier hinten haben wir jetzt alle. Das heißt nochmal eben ganz schnell nach vorne. Und dann sind wir hier fertig. Das war ganz toll. Ich wollte ja nur hier drüben hin. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. So, komm, die beiden Dinger, die holen wir jetzt auch noch und dann sind wir fertig hier. Jö! Geil! Oh, Baby! Die CS Niguriator. Ja, also hier, die Waffe, ne? Haben wir jetzt. Geil, ich freue mich. Granatenwahnsinn 1. Und die fünfte Ansiedlung befreit.
Die dritte Provinz haben wir befreit. Die Ravello verliert die Kontrolle über diese Region. Nice! Ich freue mich! Tudu. Auch wenn es gerade nur mit 30 FPS läuft. Ist mir aber egal. Was war das denn? Ich dachte eigentlich, ich habe Leertaste gedrückt, aber irgendwie ist dann die, der Windstuhl aufgegangen. Hallo Bürger von Medici. Die Regierung hat kürzlich Beweise für die Unschuld aller Gefangenen von Le Galera entdeckt. Also haben wir die Häftlinge freigelassen und das ganze Gebäude abgerissen. Na klar. Ja, jede Industrienation hat mal Probleme mit der Infrastruktur, das ist bestimmt auch der Grund, warum ich aus einem unterirdischen Bunker sende. In diesem Sinne, weitermachen. Viva Medici. Oh, ich liebe diese Durchsagen hier von dem Radiotyp. Ich liebe das. So. Perfekt. Nee, will ich nicht. Hör mir zu. Sehen das. So. Wollen wir jetzt einmal mit der Hauptmission weitermachen oder soll ich hier noch Sirocco Nord einnehmen? In Bayer haben wir auch eine neue Mission, aber da ist es irgendwie grau. Das Geheimnis von Vis Electra. Dima hat eine Verbindung zwischen dem Kraftwerk Vis Electra und dem leistungsstarken Luftangriffssystem entdeckt, das den Kontrollturm von Diravellos Hauptstadtbasis Kimaleon beschützt. Rico trifft sich mit ihr, um herauszufinden. Ach, zum Freischalten befreie eine Provinz mehr in Insula Fonte. Und Belohnung regionale HSW deaktiviert. Okay. Das heißt, wir müssen also hier gezwungenermaßen noch Sirocco Nord einnehmen, damit wir hier die nächste, ich sag mal, Mission freischalten. Wir haben zwar hier drüben in Soros auch noch eine Mission. Die könnten wir eigentlich auch erstmal machen. Und weißt du was, da wir jetzt sowieso gerade hier mit dem Hubschrauber unterwegs sind, können wir noch mal ganz kurz die Fragezeichen abklappern. Den Weg, ja, ist egal. Dann machen wir das eben so. Ist zwar nicht der schnellste Helikopter, den wir haben, aber für einen hohlen Zahn reicht es. Gut, alles klar. Ich sag nichts. Alles gut. Eck enthält mich der Stimme. Was war das denn jetzt hier oben? Das hier? Ah, warte mal, war das vielleicht Vis Electra? Ne, Vigilator Süd. Ach so. Ja gut, okay. Ja, hey, komm, ist okay. Ach nee, Vis Electra war ja ich glaube so in der Mitte der gesamten Insel. Dass wir ja schon befreit haben. Ja. So, ich hoffe mal, ich kann da unten jetzt mal bestmöglichst landen. Dass ich da mal schnell dieses eine Fragezeichen einsammeln kann. Also das mit den Sammelobjekten, das werde ich versuchen auf 100% zu machen. Weil das reizt mich sehr. Besonders auch, wenn wir da eine neue Waffe irgendwie freischalten können. Nee. Ich möchte bloß, dass du hier vernünftig landest.
und nicht hier irgendwie Scheiße baust, ne? Egal. Arrigo hat gut gemacht, hat du gut gemacht. Perfekt. So. Das nehmen wir mal mit, ne? Danke. Ah, ein Artefakt. So steige ich immer in den Helikopter ein. Bitte nicht wundern. Das ist normal. So, nächsten haben wir jetzt hier vorne. So, wenn wir nämlich das erledigt haben, können wir nämlich dann die Mission da drüben bei, Mario war das, glaube ich, ne? Ja, Mario. Und den Rebellen. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, dann sind manche klassischen Teile sehr, sehr gut versteckt, dass man die ganze auf Anhang findet wird. Also das wird auch keine leichte Sache. Jetzt sagen wir nicht, dass das das Ding ist, was ich jetzt meine, dass es so gut versteckt ist. Rebellen schreien? Was? Okay. Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst war. 1 von 18. Okay. Oh, süß! So knuffig! Ja? Er läuft gar nicht weg. Ich müsste jetzt eigentlich so... Nein, das mache ich nicht. Nein, wird auch nicht verraten, was ich jetzt vorhatte. Nein. Und wenn die Folge kommt und in den Kommentaren gefragt wird, was hast du vorgehabt, dann weiß ich es garantiert selber nicht mehr. Ist meistens so. Also da bitte nichts bei denken. So, die nächste Fragezeichen haben wir hier unten. Das könnte wieder ein klassisches Teil sein. Oder? Hier landen. Alter, Riku kriegt das hin. Wie sieht's denn hier aus? Was auch mal machen können, Mensch, was soll das? Klassisches Time-Moment. Moment. Hä, geil. Das nehme ich. Ja, ich auch. Hallo, Smiles, ich hab's gefunden. Du läufst jetzt zwar rum und fliegst die ganzen Dinger, aber ich steuere sie ja, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. So. Und hier haben wir auch noch 3 Stück. Einmal 3 Stück. Ja, mal gespannt, wann die nächsten Fragezeichen freigeschaltet werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ja auf den letzten Inselbereichen, dass da noch die restlichen Dinger dann versteckt sind und zwar so gut, dass man sie gar nicht finden wird. Ganz ehrlich, ich kann mir jetzt gar nicht sagen, ob ich das auf der
PlayStation-Version, ob ich da alles gefunden habe. Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, hier ist schon wieder ein Schrein. Ist er zum Schreien? Amen. Schade. Ich dachte, er legt sie wieder auf der Fresse. Hätte ja sein können. Wegpunkt setzen. Dankeschön. Oh. Na, Alpha Bipsch, da sind ja Flugzeuge. So, wo sollte das Ding jetzt sein? Etwa hier unten in der Höhle? Ja. Als wenn ich's geahnt hätte. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Ja, irgendwie schon, ne? So. Ich hätte mich schlapp gelacht, wenn mein Hubschrauber weggefesselt wäre. Dann hätte ich Randale gemacht, ja. Dann hätte ich alles auseinandergenommen, aber alles Mögliche. Wartet ihr, ne, Moment. Hier, den sollst du bitte nehmen. Danke. Danke, sehr freundlich. Hui! So. Ich glaube, ich lande hier oben auf der Dingens. Ist mir ein bisschen sicherer. Och, Leute. Wie ich das gerade sehe, bin ich schon wieder komplett falsch. So indirekt. Hm. Dann könnte es sein, dass es was ist? Du willst meinen Teil haben? Nein, nein, das geht nicht her. Das ist mein überdimensionaler großer Penis. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Also bitte nichts bedenken. Nö. Dann beweise das mal. Zeig, dass du es wirklich drauf hast, Fratre. Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier unten die Mission losgeht. Beziehungsweise... Hey. Hä? Willst du mich verarschen? Sag mal... Jetzt wird das Ding mal als Wegpunkt gesetzt. Sag mal, ich komme hier gerade echt verarscht vor.
Also ist es doch hier unten. Okay. Nö, halt, stopp. Ich wollte eigentlich gedingsen. Also, so. Ja, danke. Sehr freundlich. Ich weiß ja gar nicht, was ich sage. Minus 50 Meter. Was? Ich habe aber nichts gemacht. Warum werden mir 50 Meter abgezogen?